ich wäre jetzt nicht so begeistert, das auf meinem Rucksack zu haben. It's really cool. Aber besser als ein Penis. Thanks. So, let's do another one? It's bedtime. Kein Bock, der bescheißt ja get up early. I'm gonna finish my comic book. Oh, Mushroom. She has to pee. Okay, okay. I'll take her out for a walk. Nicht, dass irgendwas passiert. Sollten wir nicht besser zusammengehen? Smells like ass. You're right. Don't smoke. But it's our last night, so we can do anything. All right, all right. I heard you the first time, dude. Mushroom, bleib hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert jetzt. Was macht er denn? Er muss doch aufpassen, wo der Welpe hinläuft. Kann ich einfach einen Welpen laufen lassen? In der Wildnis vor allem. Das geht doch nicht gut aus, ja. Sage ich auch. Gut, da kommt Mushroom. Ist doch auch nicht geschissen. Ich liebe ja diese Zwischensequenzen. Vor allem, wenn sie richtig cool mit Musik untermalt sind. Episode 2. Rules. Regeln heißt es. Weil die im Englischen nicht so mächtig sind. Obwohl das, glaube ich, Rules in der 5. Klasse oder so wahrscheinlich schon gelehrt wird. Das war erst das Intro, ja. Das ist krass, ne? Jetzt eine Stunde im Spiel. Life is Strange. Die ganze Atmosphäre, die Musik. Wobei ich sagen muss, die Musik im ersten Teil war noch besser als jetzt hier im zweiten. Wobei ich das... das war die Awesome Adventures of Captain Spirit, da die Titelmelodie richtig geil fand. Wirklich gut aus. Ja, grafisch natürlich jetzt nicht so, ne? Ist halt nicht... State of the Art, aber es sieht gut aus im Sinne von der ganzen Atmosphäre und so. Die kommt schon echt gut rüber. Auch wenn die Grafik jetzt natürlich nicht der Burner ist. Und die Geschichte, ne, die ist natürlich auch super gut. Nachdem man Fallout 76 gespielt hat, sieht alles gut aus. Ah, komm, so schlimm ist es auch nicht. Zumindest das, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja, das war der Prolog zum zweiten Teil, also zur zweiten Episode. Damit herzlich willkommen. So, was hat Mushroom da? Was ist da los? Das klingt nicht gut. Hey Daniel, how are you doing? It sucks. I'm coming. Was ist mit Mushroom los? Ich weiß nicht, ob ich sie rauslassen soll, so einfach. Ich mach mir ein bisschen Sorgen um Mushroom. Sie ist ein kleiner Welpe, man kann sie nicht einfach... Nein!
Hey, du kannst doch nicht einfach den Hund draußen alleine laufen lassen. Alter. Okay, jetzt ist zu spät. Ey, ich wette, es passiert irgendwas mit Mushroom. Wenn Mushroom irgendwas passiert, ne? Jeder darf krepieren in diesem verdammten Spiel, aber nicht der Hund. What's going on? It doesn't fit in. There's too much stuff. It's fucking bullshit. Hey, cool down. It's gonna be okay. I know. But... What did you pack in? What the f... Dude, you can't fit the whole room in. Don't worry. Your super strong big brother can help. Awesome. Thanks, Sean. Well, looks like we're almost set. Where's Mushroom? Yeah, where's the Hund, man? Peeing, I guess. Boah, hätte ich sie doch nicht rausgelassen. I'm gonna check what she's up to. Ja, okay, ja, I'll fill up our bottles and I'll catch up with you guys. Oh Mann, ey. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Jetzt setzt er seinen kleinen Bruder auch noch alleine raus, ey. Du bist eine Pfeife, Junge. Was sind denn hier dieses abgeranzte Wasser? Ich weiß, wie lange das schon da drin ist. Naja, hoffen wir mal, dass das gut geht. Oh Mann, ey. Das wird alles nicht gut enden hier. Ich habe schon gar keinen Bock auf diesen Tag, weil ich genau weiß, dass irgendwas Schlimmes passiert. Okay, all done. Na, where the hell is he? Lieber nochmal gucken. Ob ich wirklich alles hab. Irgendwas, was ich mitnehmen kann. Das ist ja das Gute an Life is Strange, dass das Spiel einen nicht hetzt, dass man das in Ruhe genießen kann. Guck mal, der Rucksack ist ja auch noch hier von ihm. Also okay, wir sind noch nicht... Wir kommen eh nochmal zurück. Das Kissen müssen wir einpacken. Daniel! Es ist doch wieder irgendwas passiert hier. Ich riech's doch. Hätte ich doch den Hund nicht rausgelassen. Daniel! Okay. Das sind diverse Spuren. Where is he? Sind das auch die Spuren? Da sind auch noch Spuren. Okay, hier hat der Hund hingepisst. Na, sehen wir. Dann ist der Hund hier lang gelaufen. Daniel ist nach rechts. Der Hund nach links. Dann hat er hier geschnüffelt. Hat gesehen, aha. Da habe ich schon hingepisst. Daniel ist nicht in Sichtweite. Rufe nach dem W und A gedrückt ist. Okay. Ja, ist ja jetzt Quatsch, ne? So, warte mal. Ich will... Der Hund ist, glaube ich, mehr in Gefahr als Daniel. Jetzt weiß ich aber nicht, wer ist. Ich glaube, das Kleine hier müsste der Hund sein. Und der sieht auch eher so aus, als hätte er an die ganzen Sachen geschaffen. Was ist denn hier los? Wieso sind hier die Spuren so merkwürdig? Okay, und dann ist Daniel hier hoch. Und Mushroom ist hier weitergelaufen. Hat hier nochmal gepisst. Mein Gott, hat der Hund eine Blase. Okay, jetzt sind wir wieder am Haus. Blut? Oh nein. It's so quiet. What the fuck happened here? Nein. Daniel? Where are you? Oh nein. That's not good.
Boah, ich drücke einfach Steuerung Alt 4, wenn dem Hund irgendwas passiert ist. Ich werde mich weigern, dieses Spiel weiterzuspielen. Das ist das Halstuch von Mushroom. Oh nein! Daniel? Oh nein. Daniel, do not move. It killed her! She was my friend! Calm down, okay? Listen. Leave me alone! No! Nicht eingreifen. Ich will sehen, was der hier kann. You killed my dog! Voll der fucking Killer, Alter. Er ist voll die Tötungsmaschine. Er ist Neo von Elfenlied. Happening to me? Shh. You. You just wanted to protect us. I. Save your strength. We'll figure it out. It's all right. I'm right here. Ach Mann, warum denn der Hund? Ist das Spiel nicht schon schlimm genug? Er ist doch scheiße. Reicht es nicht, dass der Vater erschossen wurde und die Kinder ohne Heimat sind und ohne Familie und alleine durch die Gegend laufen? Jetzt muss doch noch der scheiß Hund getötet werden? Ach, ey, ist doch... Das ist doch alles scheiße. Here. You should do it. Eine scheiß Idee, den Hund rauszulassen. Ja, ich meine, wenn man es ganz sachlich betrachtet, ist es auch eine scheiß Idee, weil der Hund echt Spaß gebracht hat. Also rein, wenn man das vom Gameplay her sieht, ist der Hund ein cooles Element gewesen, well, einfach. Unless you want to say something. Goodbye, Mushroom. You were such a good puppy. I'll always remember. Running through the snow with you. And how you snuggled. And I'll never forget you. Never. So long, Shroom. You won't be forgotten. Sean. Do you think she's up in heaven? With Dad? Yeah. I'm sure he will look after her. Wait. What about his allergies? Don't worry, Inanna. There's no allergies up there. They'll be fine together. Okay. We should go. It's getting late. Sean. I'm sorry I killed the cat. I don't know what I was thinking. If only I could. I know. Come on, buddy.
Ein Scheiß, ey. Echt? Mir stehen die Tränen in den Augen. Ich muss erstmal weg und muss das Film auf jeden Fall nachgucken morgen. Ja, mach's gut, USA. Schade. Let's hit the road. Aber danke, dass du eingeschaltet hast. What about my traps? Should we leave them up? They'll protect the next runaways to stay here. Bye, Lord Snowman. You look after our mushroom. So long, my dudes. Was für ein Scheiß, ey. Das ist einfach so gut gemacht. So gut gemacht. So traurig. Wir sind in Beaver Creek, wo unsere Großeltern wohnen. Bin ich mal gespannt, auf was wir da jetzt stoßen. Ob die uns helfen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? We made it, Daniel. It's been a long time since I was here. Wie es aussieht. When was that? Before you were born.
Come here. Let me check you out. Claire likes everything super clean. Dad said she got pissed because he let me bring a snowball in the house. We don't want to look like total pigs. Oh, das klingt ja nach richtig sympathischen Großeltern. Ich sag doch, what if they went on vacation? Or something? Ja, in Urlaub werden sie nicht sein, sonst hätten sie nicht Weihnachtsdeko draußen. Wenn jetzt Weihnachten ist. Aber die werden irgendwie bei Familie, bei Freunden oder so sein, schätze ich. Oder irgendwie was essen. Oder für ein paar Tage weg oder so. I'm sorry, we don't want any of... Gut, dass ich nicht nochmal gekringelt habe. Hello, Claire. Sean? Oh my. Is that... Daniel? What's going on out here? I heard... Look who's here! After all this time. What the hell are you doing here? Steven, watch your mouth. Well, it's kind of a long story. Haben die davon gar nichts mitbekommen? Na naja, gut, es wird wahrscheinlich in Amerika, wo täglich irgendwelche Leute erschossen werden. You know he's sick, right? In den Nachrichten gewesen sein. Okay, inside. Regionalpresse, wahrscheinlich. Both of you. Obwohl, so weit scheinen sie ja nicht wegzuwohnen. Sind irgendwie. Ja, nee, doch, wir sind ja zwischendurch auch getrampt und so. Wahrscheinlich schon was weiter weg sein. Die Frau. Ist das die, die Captain... Hier, Captain Spirit, die an seiner Tür geklingelt hat? Da war doch eine Nachbarin. Sind das die Nachbarn von Captain Spirit? Wir werden es herausfinden. Weißt du, er hat seinen richtigen Namen nicht mehr, deswegen muss ich ihn immer Captain Spirit nennen. Keine Ahnung, wie sein Vorname hieß, hier war. Hey, is it warm enough for you? Oh yeah. Feels nice and toasty. I gave Daniel some cough medicine, but you should have taken better care of him. He could have been worse. You were lucky. Steven, danke für die Worte. May I talk to you for a second? Oma. Solche Großeltern braucht man wirklich nicht. Zumal sie auch ein Arzt ist scheinbar und das beurteilen kann. Oh, shit. I'm so hungry, my belly hurts. Good to be inside. Finally. I just hope they let us stay the night. Do we really want to involve other people? Well, maybe he can help. We have to do something. Die wollen Hilfe holen. Okay, sie wissen von den Polizisten. Denken, wir wären schuldig. Die Ficker! Die zweifelt echt, dass wir Schuld dran haben, dass der Polizist da getötet wurde. Weil der Husten auch ein normaler Husten ist. Ich finde übrigens, der Husten klingt gar nicht so schlimm von ihm. Well, Sean, do you want to talk about... The police called us a few weeks ago. They're looking for you as suspects in a homicide. Now, if you want us to help you, did you hurt that police officer in Seattle? I don't know. I swear I don't. Too much happened and I'm trying to figure it out, but all I know is that
he shot dead. And now he's gone. Oh, sweetie. We are so sorry for what happened to your father, but why did you run away if you're innocent? Weil wir scheiß Mexikaner sind und uns niemand glaubt hier in scheiß Amerika? I didn't want Daniel to see Dad. Like that. I felt like I had to protect him. I understand, but... You know the police would separate us. Maybe forever. Daniel would end up in foster care. You can't be sure, Sean. Anyway, at least you've managed to come here alive. We're glad you two are okay. I hate to think what could have happened to both of you. You need to think of long-term solutions now. I tried. I swear. But I can't do everything. So, what are your plans? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das sagen soll. Sie klingen nicht sehr vertrauenswürdig. Ich habe Ihr Vertrauen noch lange nicht gewonnen. Deswegen. Naja, I'm trying to figure it out. I just want to watch out for Daniel. Wait for him to get better. Before we take the road again. How can you look out for your brother if you're both running from the police? You two are gonna stay with us. Oh, Stephen. Maybe we should... After your mother left, your dad never really wanted us in your life. I can't blame him. But you're still part of our family, and we want to prove it, okay? Seriously? That's... Als wenn die das wollen. Die Polizei sucht uns doch hier als erstes. Steven. Thank you. Okay, but we have to lay down the rules of the house. No mess, no noise, or no service. The biggest rule is keep your heads low around here. Beaver Creek is small. Eben. And nosy. And nosy. Wir müssen quasi im Keller leben. Serious? Awesome. Oh, Sean, guess what? There's a huge model train upstairs. Hey, you're supposed to be resting, young man. Yeah, yes he is. But he seems better already. Anyway, you and Daniel will stay here. At least until Daniel's better. We'll see what happens next. So, I bet you're hungry. Let me fix you something. Ja, die müssen natürlich auch aufpassen, was sie so einkaufen, ne, die Großeltern. Das, in so einem kleinen Ort fällt das schon auf, wenn man auf einmal... Die Nachbarn, die tratschen ja auch und die wissen ja auch, dass... Guck mal, die, das sind die in den Nachrichten, das sind doch die Enkel von denen da drüben, die haben Polizisten erschossen. Und sobald da irgendwas komisch gekauft wird im Supermarkt nebenan, wird doch direkt gesagt, die haben bestimmt die Enkel bei sich. Way better. Und schon wird die Polizei informiert. And the food? Yum. Yeah. Feels good. Feeling better? You look cozy. Yeah. I love that bed. Thanks, Grandma. Good. Your temperature is down. I'm way better now. You still need to take it easy. Fieber, ey. How about if we say a little prayer and sagt, das ist kein normaler Husten, den er hatte. It's like a bedtime story, right? Well, this is a bit like this, yes. Except the story comes from up there. The ceiling. So are we ready to pray? Just follow my lead. Okay. Wir sind jetzt sure. Fast.
We need all the help we can get. Can you ask the blessed dad? Mag's nicht, wenn... ja, was heißt Religion aufdrängen, aber... Ich bin so der Fan davon, wenn jemand so gar nicht religiös ist, den zu Gebeten zu zwingen. Aber es ist ja kein Zwang in dem Sinne. Ist schon okay. Wie gesagt, wir sind jetzt zu Gast. Thank you, Lord, for bringing Sean and Daniel safe and sound into our house. Take care of Esteban and, Mushroom. Please, give us the strength to get over the hardships of the past and the trials yet to come. Amen. 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 Okay. It's bedtime. Try to get some rest. You still need it. And no roughhousing in here. No worries. We're too tired. Good night. Oh, and thanks again. Good night, Grandma. Lauft nicht zu nah am Fenster, Jungs. Sieht euch noch jemand von draußen? Feels so nice to have a bed again. And a bathroom. I hear that. Plus, you don't smell anymore. Whatever. Well, Claire seems pretty caring. And nice. I guess Steven is too. I hope we'll be fine here. I think so. Ja, aber wir können nicht lange bleiben, Alter. Is you'll have time to get better. Sean? Are we in Mom's old room? Nah, I don't think this is the one. Not from what I remember. But it's been a while. Could we check it out tomorrow? Maybe find some of her stuff? Naja, wir sollten auf jeden Fall fragen. Why would you want to do that? I just don't know anything about her. Daniel, I understand. But we need to focus on where we are now and where we're off to. Mom left us. She made her choice. We gotta make ours. And we can't keep going back. You know what I mean? Yeah. I guess. Hey, man. You've been doing so great with your... Well... You know. I was wondering... How do you do it? I don't know. I concentrate and it just happens. Wait. Does it hurt? Nah. It's kinda itchy though. And exhausting. Sorry. Anyway. Remember the rules, right? We really don't want Claire or Stephen to start asking questions. I know, I know. Don't show, don't talk. Just keep that in mind and everything should be fine. Sleep tight. Ah ja, das kann ja was werden. Ich hoffe nur, dass er sich nicht über irgendwas aufregt, weil dann kann er das nicht mehr kontrollieren, ne? Und flippt komplett aus. Shot.